Vormeter vorne, super. Vorne ja, Mario Stecher, es ist der letzte, der allerletzte kurze Anstieg in diesem Rennen. Mario Stecher vor Tino Edelmann, er versucht wegzukommen, aber Edelmann geht nach. Der letzte, die letzte Querfahrt, dann noch einmal kurze Abfahrt, ein kurzer Hügel über die Brücke und dann die Zielgerade für die beiden. Es geht um Gold und Silber im Teambewerb der nordischen Kombination. Eine dieser beiden Medaillen ist Österreich fix, aber welche ist es? Noch immer ist Mario Stecher in der ersten Position, dahinter Tino Edelmann. Sie sind schon auf der Geraden, jetzt sind es nur mehr 100 Meter. Stecher oder Edelmann, der Sprint, beide eigentlich nebeneinander. Stecher vorne, noch immer ist es Mario Stecher, der hier vor Edelmann ist und diesen Bewerb gewinnt. Super, super, perfekt gelaufen. Österreich ist Weltmeister im Team.